Herrlich, herrlich, herrlich. Johannes Flöck, ich habe immer gedacht, na ja, wenn Frauen 30 werden, haben sie die erste Krise, mit 40 die zweite spätestens. Sie sind eigentlich noch ganz gut beieinander. Dankeschön. Früher noch ein Kölsch für die Früher sagte man auch im besten Alter, aber bei Männern kommt das ja immer noch, liegt ja immer noch vor einem. Und trotzdem hat der 40. Geburtstag Ihnen sehr schwer zugesetzt. Warum? Sehr schwer zugesetzt ist vielleicht. Also man fängt an, sich darüber Gedanken zu machen. Ich habe, als ich Ende 30 war, mit 39, habe ich mich mit Hennes Bender, einem Kabarettistenkollegen, unterhalten. Und er sagt, weil er wurde gerade 40 und er hat gesagt, das fängt 3 Wochen vorher an. Das ist aber wirklich so. Also 3 Wochen vorher, ich konnte die Uhr nachstellen, hatte ich so komische Gedanken. Was habe ich erreicht? Man zieht so Resümee. Habe ich ein Haus? Habe ich ein Kind? Habe ich einen Apfelbaum? Habe ich ein Buch geschrieben? Ein 12-Zylinder. So ist die, so sind die Jungs von heute. Und bei mir war es ganz genauso. 3 Wochen vorher fing das an. Er hat auch gesagt, es hört dann irgendwann wieder auf. Bei mir hat es halt ein bisschen länger gedauert, weil ich da den Entschluss fasste, ein Buch darüber zu schreiben, weil es mich so interessiert hat. Sie haben ja, das fällt mir übrigens gerade ein, apropos, wie weit bin ich gekommen, wozu habe ich es gebracht? Sie sind ja auch mal auf so einen Anlegerfritzen reingefallen. Genau, ja. Da war aber noch, war noch überschaubar. War noch D-Mark-Zeiten. Und nicht ganz so viel Geld. Bei mir waren es auch D-Mark-Zeiten. Für mich war es dann schon viel Geld, weil ich irgendwie, da fing ich gerade an, Geld zu verdienen. Und dann habe ich irgendwie, hat mich mein Bankberater angerufen und hat gesagt, ja, Ihr Konto ist voll. Nee, kein. Ich hatte 10.000 Mark damals angelegt und letzten Endes habe ich 5.000 verloren. Heute wird sich jeder darüber kaputt lachen, aber für mich war es eine Lehre. Muss man erstmal viel stricken für 5.000 D-Mark. Genau. Seitdem gebe ich alles direkt aus. Aber kommen wir, aber kommen wir zurück zu Ihrem 40. Gab es an dem Tag selber ein großes Fest oder hatten Sie dann doch? Ja, ich habe gefeiert. Ich habe eine Schnaps- und Wasserparty gemacht. Ich habe auf der Einladung geschrieben, es gibt nur Schnaps oder Wasser. Die Leute haben natürlich alles mitgebracht, den Rest. Und ich war der Einzige, der auch wirklich nur Schnaps getrunken hat. Ich habe mir so eine Strichliste gemacht und habe, glaube ich, auch 7 oder so geschafft, natürlich zwischendurch Wasser zu trinken. Und das ging ganz gut an dem Abend, die nächsten 2 Tage nicht. Aber da haben Sie gedacht, da haben wir es schon. Daran erinnern. Formschwäche. Genau, ja, das ist so abgedunkelter Raum, Pflegestufe 3. Und jemand, der dir nasse Waschlappen auf den Kopf hat. Ich würde noch mal gerne auf den 40. Geburtstag zurückkommen, weil der ja so ein entscheidendes Datum ist. Ich hatte übrigens auch eine tolle Fete. Ich frage mich immer, wenn Sie können sich natürlich daran erinnern, ist ja noch nicht lange her. Danke. Ein Bier für den Mann. Haben Sie auch so, können Sie sich noch an die Geburtstagsgeschenke erinnern? Also ich habe das ganz festgestellt, ich habe ab da seltsame Geburtstagsgeschenke bekommen. So. Ich habe eine Packung, also so einen Karton gekriegt. Und wenn ich mich richtig erinnere, für die Haut ab 40. Ich habe Gutschein bekommen für eine Kosmetikbehandlung. Genau. Ich hatte Doppelherz drin. Auch schön. Sind gerade 40 geworden? Im Dezember letzten Jahres. Aber immerhin, in diesem. Ja. Okay. Wir haben Sie noch eine Apothekenumschau mitgebracht. Sie haben nette Freunde. Ja, natürlich. Und benutzen Sie denn schon eine Antifaltencreme? Nee, nur eine ganz normale Feuchtigkeitscreme. Und ich trinke viel. Viel Wasser. Ja, warum auch nicht? Nee, das schwemmt, glaube ich, auf und drückt die Falten raus. Nee. Ich glaube, ich habe da auch gute Gene mitbekommen von meinen Eltern. Mein Ach, Vater, Sie haben gute Gene mitbekommen und schreiben ein Buch über das Älterwerden. Ja, aber Sie, vielleicht drücken Sie das ein bisschen ins falsche Licht. Es geht nicht um Krisen oder so, es geht nur um Veränderungen. Das Buch handelt von Veränderungen, die, die man sich als Mann vergegenwärtigen sollte. Weil mit 30, dann schiebt man noch vieles weg und lacht noch darüber und macht es mit Power weg. Konditionssachen, Sportsachen, Ehrgeiz und so laufen weiter. Laufen Sie jetzt auch Marathon? Nee, aber ich kenne so viele. Die laufen alle Marathon oder ab 40 die haben Marathon angefangen. Wenn ich laufe, werde ich von Nordic Walking überholt. So langsam laufen. Meine Knie machen auch schon. Ne? Ich wundere mich immer, wenn ich das höre. Ich habe das alles wirklich gar nicht gehabt. Mir war mein 40. Wurscht, mir war mein 30. Wurscht. Die 50. haben Freunde gemacht, obwohl ich das nicht wollte. Ich weiß, es ist mir wirklich egal. Also mir ist es total wesensfremd. Aber das ist eine diese ganzen Jahrzehnte-Abhakerei da. Aber also klar gucke ich immer in den Spiegel und denke, wow, die Wampe wirst du auch nicht mehr los. Egal wie viel du hungerst, weil abends kommt doch wieder das Nutella-Glas raus. Der Bauch. Ach. Aber ich jogge dann auch.
Aber also nicht so andere Dialoge im Kopf, gerade innere Dialoge, die man mal für sich behält und die ich jetzt feststelle, die jetzt so an der Theke auch mal ausgebreitet werden. Dürfen wir teilnehmen? Länger? Ja, wir unterhalten uns länger über Krankheitsbilder als über den. Also, nee, weil der Mann will auch damit angeben. Dann sagst du, ich war wirklich letztens beim Arzt wegen Knie, habe 2 Röntgenbilder bekommen, da sagte er, ich hatte 8. Ne? Für einen Mann ist ja immer so ein Ehrgeiz so ein bisschen und das ist ja wirklich alles eine humorvolle Aufarbeitung. Das ist nicht kein psychologisches Buch, wie man jemanden aus der Krise bekommt, sondern das Wichtigste, was der Mann ab 40 behalten sollte, ist der Humor. Und das ist ja, behalten Buch oder kriegen. Also. Ja. Das kommt drauf an. Ich meine, wann ich haben mal Sie behalten. Sie, Ihre Eltern, also Ihr Vater war Metzger. Ja, und Sie meine sind, Mutter auch. Sie, also Ihre Mutter Metzger auch. Fachverkäufer. Da muss man Humor. Und Sie waren eigentlich, glaube ich, relativ schmächtig, sind Sie heute noch. Ja, ja. Aber Sie sollten auch ins Metzgerhandwerk. Also, vielleicht, wenn man so anfängt, ich bin ja jetzt noch nicht sehr dick, aber ich war als Kind noch schmächtiger. Ich war also eher, das vermute ich mal, man ist ja als Kind immer ein bisschen kleiner. Ja, ich war eher filigran. Und Leute, also bessere Freunde von meinem Vater haben immer gesagt, also der sieht nicht so aus, als ob er in der Metzgerei auch. Also die haben sich so ein bisschen geschämt und irgendwann kam wohl am Stammtisch kam mal die Idee, das haben sie mir halt später erklärt, dann haben sie nämlich bei uns in der Metzgerei wirklich Produkte umbenannt. Bei uns hießen zum Beispiel diese dünnen Wiener Würstchen, die hießen bei uns irgendwann mal eine Zeit lang Johannes Ärmchen.